wir mal hier an und zum Schluss komme ich natürlich, wenn ich diese Runde hier absolviert habe, wieder hier an und dann freue ich mich, den Florian Schmidt, den Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, auch noch mit Fragen zu löchern, aber eins nach dem anderen. Hallo, hallo. Ich fange mal mit dir an, Josephine. 200 Häuser. Warum eigentlich 200 Häuser? Warum nicht 1000? Ja, hi. Gute Frage zum Einstieg. 1000 könnten es vielleicht irgendwann mal werden. Aber bei unserem ersten Treffen im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg haben wir festgestellt, dass um die 200 Häuser allein in Friedrichshain-Kreuzberg in der gleichen Situation sind, wie jetzt ich zum Beispiel aus der Korinthstraße 53. Das heißt, aufgeteilt und somit in letzter Instanz von Eigenbedarfskündigungen bedroht. Bei uns ist es noch die Besonderheit, dass wir auch nicht im Milieuschutz lagen. Das ist in der Gruppe ein bisschen unterschiedlich. Mittlerweile wissen wir, dass es sogar mehr als 200 Häuser sind und das Ganze hat natürlich auch ein bundesweites Potenzial, aber 200 Häuser war erstmal eine ganz knackige Zahl. Okay, ja, also ist ja eigentlich eher dann eine negative Zahl, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Geht denn ihr davor? Ihr seid ja auch noch recht jung, ne? Also jetzt so als richtig. Netzwerk, ist ja. Netzwerk das richtige Wort für euch? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, ja. Also Hausgemeinschaft, ich bin jetzt Teil einer Hausgemeinschaft, wie komme ich mit euch in Kontakt oder kommt ihr mit mir in Kontakt oder wie läuft es? Sowohl als auch, könnte man sagen, also jetzt kommen wir ja hierüber auch schon mit Leuten, die von uns vielleicht noch nichts gehört haben, in Kontakt. Wir sind ja eher Hausgemeinschaften in dem Sinne. Wir sind auf Facebook und Twitter zu finden, wo man unseren Inhalten folgen kann, ein bisschen nachverfolgen kann, was wir machen. Wie gesagt, das ist ja erst ganz jung, im Juli gegründet erst. Und eine Homepage ist auch in Arbeit und dann kann man uns über info@200häuser auch anschreiben, info@200häuser.de. Vielleicht, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, nochmal konkret zu den Aktionen, die ihr so vorhabt. Das kann man ein bisschen zweigleisig sehen, also nochmal, es ist ja sehr jung, wir sind eigentlich fast noch so ein bisschen in der Gründungsfindungsphase. Erstmal eben Vernetzung, Austausch, damit fing es an, festzustellen, wie viele sind überhaupt in dieser Situation, was haben die unterschiedlichen Häuser für Erfahrungen, wie gesagt, manche Milieuschutz, manche nicht, bei manchen steht wirklich schon die Zwangsräumung fast vor der Tür, bei einigen laufen schon die Makler und die Wohnungsinteressenten durch das Zuhause. Bei anderen ist es halt alles noch ein bisschen eine abstraktere Gefahr. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich finde, das war schon mal rund. Ich würde vielleicht auch, um dir ein bisschen Verschnaufpause zu geben, dich bitten, das Mikro mal an die Lisa weiterzureichen vom NAGE-Netz. Nachbarschaft und Gewerbe. Treibende. Mhm. Ja. Also Wohnen war jetzt schon das Thema. Jetzt ist aber eben doch Wohnen auch noch mit mehr verknüpft, mit Nachbarschaft. Und das ist was ihr in den Vordergrund stellt. Vielleicht erstmal so ganz lose gefragt. Also was ist genau für euch der Zusammenhang zwischen Nachbarschaft und Gewerbetreibenden? Also ganz besonders Kleingewerbetreibende sind ja in einer Nachbarschaft sehr integriert und sind halt einfach auch soziale Dreh- und Angelpunkte. Dazu gehören ja zum Beispiel auch ganz viele soziale Einrichtungen, die halt auch genau wie Kleingewerbetreibende oder generell Gewerbeflächenmietende einfach in den letzten Jahren ja auch immer mehr verdrängt werden. Und es gibt halt eine sehr, sehr große Vertragsfreiheit bei Gewerbemietverträgen und und im Grunde genommen kein Gewerbemietrecht, sodass dieses Netzwerk, also das NAGE-Netz, das steht für Nachbarschaft und Gewerbetreibende und das ist so vor anderthalb Jahren circa entstanden und ist eine Plattform, um Nachbarschaft, Gewerbetreibende und aber auch alle Initiativen, die mietenpolitisch arbeiten, im Kiez, grob gesagt, so, also in Kreuzberg vor allen Dingen, SO36, zu vernetzen und halt einfach eine Austauschplattform zu bieten und Fälle öffentlich zu machen. Öffentlich machen, ja. Genau, auch du hast das im Prinzip schon angesprochen. Kannst du auch noch mal ein bisschen konkreter auf das Vorgehen eingehen?
Genau, also es, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich das Herzstück des Netzwerks sind auf jeden Fall die, zum einen die monatlichen Netzwerktreffen, die fast so wie Pläne ablaufen, also da kommen alle möglichen, da kommen Gewerbetreibende hin, Nachbarn, Initiativen, die in dem Bereich arbeiten, und wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat, also das nächste Mal wieder am 9. September, das ist auch für, offen für alle. Und da gibt es einmal dieses Netzwerktreffen und kurz davor machen wir immer noch ein kleines Kennenlerntreffen, da gibt es auch Essen und Trinken. Und da kann zum Beispiel auch Fälle vorgetragen werden oder da kann man einfach ja, sich lockerer unterhalten als jetzt vielleicht beim Plenum. Und genau, das ist sozusagen der eine Teil, also dass wir uns monatlich treffen. Der nächste Teil ist halt die Öffentlichkeitsarbeit, dass man Fälle öffentlich macht, dass man Recherchen öffentlich macht. Dazu haben wir eine Homepage und Facebook soweit. Und außerdem gibt es die Kiezboxen. Ich habe auch eine mitgebracht, die steht da hinten. Und die kann man, die sollen sich auch noch vervielfältigen in diesem Jahr. Und die können Gewerbetreibende bei sich aufstellen. Und die befüllen wir sozusagen alle 3-4 Wochen mit Infomaterialien, das wird dann immer im Plenum entschieden, aus den Initiativen und um sozusagen dann auch wieder Gewerbe und Nachbarschaft miteinander zu verbinden. Danke, Lisa. Habe ich noch was vergessen? Eins noch? Achso, genau. Und es gibt, und bei den Netzwerktreffen kann man sich halt auch immer austauschen und zusammen auch Aktionen planen, wie zum Beispiel jetzt wieder im November der Drachenumzug mit Busy im Kiez und genau, es gibt halt viele Möglichkeiten. Dankeschön. Ich verstehe bei euch beiden, dass das sehr offene Strukturen sind, die sich auch über Verstärkung freuen, aber die auch tatsächlich eben einen niedrigschwelligen Zugang bei Betroffenheit bieten. Ja, kann man das so sagen? Ja. Okay, dann habe ich noch eine Frage auch an euch beide, denn teilweise schwang es ja auch schon durch, sowohl diese Eigenbedarfskündigung als auch das Gewerbemietrecht, da sind wir ja auf einer Bundesebene. Und also wie kann man da eigentlich lokal, ja, also wie kann man da lokal agieren, auch Ergebnisse bekommen? Wer von euch will? Das spielt jetzt noch da rein, wo ich den Faden verloren habe, dass wir natürlich auch langfristige Ziele haben, eben die Gesetzgebung auch mit anzugehen. Und im Moment heißt es jetzt einfach, erstmal überhaupt Aufmerksamkeit darauf zu richten. Ehrlich gesagt habe ich auch vor einem Jahr noch nicht über die Problematik Verdrängung durch Eigenbedarfskündigungen nachgedacht. Dass wir das jetzt auf die politische Agenda setzen und letztlich natürlich uns auch wünschen, dass es in der Bundesgesetzgebung Niederschlag findet, dass es momentan da ja noch eine Kollision gibt zwischen Recht auf Eigentum und Mietrecht beziehungsweise auch Artikel 14 des Grundgesetzes, dass eben ja, das Eigentum geschützt ist, aber Absatz 2 vielleicht bisher ein bisschen zu kurz gekommen ist, das Eigentum auch verpflichtet und eine soziale Verpflichtung auch damit einhergeht. Und das sind dann die größeren langfristigen Ziele, die wir haben. Dankeschön. Lisa, hast du auch was? Genau, also jetzt innerhalb des Nagelnetzes kann man, also im Prinzip können Gewerbemieter, können halt innerhalb des Nagelnetzes zusammenkommen. Man kann sich auch einfach austauschen und eine Öffentlichkeit kreieren. So, das ist halt einfach das, fast das Einzige, was man derzeit machen kann, wenn man betroffen ist. Und gleichzeitig arbeitet man aber natürlich irgendwie auch daran, dass das halt auch, dass halt politische Entscheidungen gefällt werden und dass das halt einfach, dass es da eine bessere Gesetzesform gibt. Genau. Beide Netzwerke zeigen ja auch, dass es eben nicht mehr bloß Einzelfälle sind, sondern dass davon ganz viele Menschen betroffen sind, was dem Ganzen ja eine ganz andere politische Kraft gibt. Als wenn ich jetzt alleine sage, ist aber schade, wenn ich jetzt aus meiner Wohnung raus muss, wenn das über 200 Häuser potenziell 100.000 Menschen, Wählerinnen, Bürgerinnen betrifft, hat das halt einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Ich danke euch beiden. Eine kleine Sache noch für den zweiten Teil. Helft doch mal uns aus. Wo finden wir denn die 200 Häuser? Wisst ihr das schon?
Ah, da winkt es. Wunderbar. Und das Naginetz ist wo? Dahinter. Da winkt gerade keiner. Aber die 200 Häuser helfen wir aus. Wir winken solidarisch mit. Okay, vielen Dank euch beiden. Ich empfehle meine Notizzettel als Fächerersatz. Ich wandere weiter.